Hallo Claudia. Hallo. Was ist dir passiert? Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hattest, von Essen Train. Das war so eine... Von was Train? Essen Train, ESN und dann Train. ESN? Genau, und dann Train. Also so ein praktisch, da hat irgendjemand sowas organisiert aus Zürich, so eine Zugtour durch ganz Europa, hauptsächlich für Studenten, konnten aber auch andere mitfahren. Es wurden auch über allen möglichen Verteilern von der Uni, von allen möglichen weitergesendet und wir haben 10 Tage gebucht, 290 Euro von Berlin über Schweden, keine Ahnung, Amsterdam und alles Mögliche. Aha, für 290 Euro. Genau, also 10 Tage praktisch, 10 Übernachtungen und man hätte halt tagsüber sich die Städte angucken können und abends halt Zug fahren. Ach so, und dann schläft man immer im Zug. Genau. Ja, das gab es doch von der Deutschen Bahn auch richtig, oder? Das keine Ahnung, also auf jeden Fall war es nicht von der Deutschen Bahn, sondern so... Okay, aber von diesen Reisen habe ich öfter mal gelesen. Ja, genau. Und auf jeden Fall war das ja dann genau vor Ostern und wir haben uns halt die Zugfahrt genau um Ostern rum ausgesucht und eine Woche vorher kam dann halt die Absage. Und das sind jetzt ungefähr schon 3 Monate her und bis jetzt kam davon immer noch an kein einzigen Geld zurück. Und ich weiß nicht, wie viele Leute sich da angemeldet haben, 1.000 Leute oder sowas. 1.000 Leute in einem Zug? Oder nee, so verschiedene? Ja, also insgesamt, man konnte halt aus- und einstellen, ja, wo man wollte und man konnte sich so das praktisch zusammenstellen. Ah ja. Und das sollte halt durch ganz Europa gehen mit weiß ich wie vielen Leuten und das ist halt ganz interessant, weil jetzt alle 3 Monate, also überhaupt einen Monat mal so eine E-Mail kommt. Ja, und wir wissen immer noch nicht, wie es weitergeht. Und ja, wir versuchen aber alles, warte, Mögliche. Du hast diese 290, ne? Mhm. 290 Euro, die habt ihr komplett vor Beginn der Reise bezahlt, ja, alles. Ja. Und mit welcher Begründung hat der Veranstalter das dann abgesagt? Dass es irgendein Problem mit dem Zugunternehmen gab in Zürich, Österreich, Schweiz. Dass da halt irgendwelche Kommunikationsschwierigkeiten waren. Die hatten halt eine Vorzahlung gemacht und die wollten jetzt noch mehr Geld als Vorzahlung haben und das konnten sie irgendwie nicht und dann wurde halt alles so kurzfristig abgesagt und ja. Aha. Und der Veranstalter, den ihr bezahlt habt und der auch die Absage geschickt hat, der saß aber in Deutschland? Nee, Zürich auch, alles von Zürich. Okay, und vermutest du denn jetzt dahinter einen Konkurs, den einfach gerade keiner im Griff hat oder Betrug? Also am Anfang war ich ja noch ziemlich gutgläubig, weil sich das alles so angehört hat, ja, und die können jetzt auch nichts dafür und das sind alles nur Studenten und weiß ich was alles und keine Ahnung, aber so nach 3 Monaten könnte man ja zumindest mal sagen, wo das Geld alles hingegangen ist und dass jetzt das nur an dem Zugunternehmen liegt, kann ich mir eigentlich auch nicht wirklich vorstellen, dass das ganze Geld weg sein soll. Also ich fühle mich leicht verarscht, wenn man jetzt noch nicht mal nach 3 Monaten das Geld wiederbekommt. Klar. Und also, aber all die Betrogenen oder all die Gekniffenen, die haben sich jetzt schon organisiert und ihr steht in Mailkontakt und... Es passiert fast gar nichts. Also es gab noch davor, gab es eine Studievorzeichnungsgruppe, Facebook, alles Mögliche. Da habe ich dann irgendwann mal reingeschrieben, so was dann jetzt überhaupt Sache ist und dass der Typ, der das eingerichtet hat, doch mal bitte ein Statement geben soll, wann denn irgendwas mal zurückgezahlt wird und kam halt nie irgendein Eintrag und da waren ungefähr 50 Leute bei Studienverzeichnis zum Beispiel drin und hat halt irgendwie nur einer mal geschrieben, ja, dass er das auch total scheiße findet, die anderen alle so, ach naja, keine Ahnung, keine Reaktion und dann jetzt vor ein paar Wochen wurden auch alle Foren und weiß ich was alles zugemacht, man hat zwar noch irgendwie jetzt Kontakt per E-Mail, keine Ahnung. Kann man da anrufen? Anrufen anscheinend ja. Ich hatte jetzt eine Mail geschickt, weil ich jetzt mal, also ich studiere in Gießen und da war ich jetzt mal bei der AStA Rechtsberatung und der meinte halt, ich soll jetzt nochmal eine Mail mit einer Zahlungsaufforderung schicken und dann hat er mir das erklärt, wie ich da so einen Beratungsschein beim Gießener Gericht bekommen kann praktisch und da mir praktisch dann so mit dem Schein dann zum Anwalt gehen kann und der kann mir dann praktisch was aufsetzen. Also du bist entschlossen, das auch bis zum Schluss durchzukämpfen, ja, dass du dein Geld wieder kriegst. Ich weiß halt insgesamt gar nicht, ob das überhaupt was bringt. Also meine Eltern sind eh ein bisschen verkehrt darüber, dass ich einfach mal so 290 Euro irgendwo hin überweise. Und naja. Na gut, aber wenn das sozusagen ein Reiseveranstalter ist und das es ganz... Das ist dann nicht wirklich ein Reiseveranstalter, das war ja irgendwie so Plattform, GmbH nennt sich das, ja, mit Bernhard Jägler als weiß ich wie was. Ja. Und die haben das halt so praktisch selber organisiert und mit halt aus irgendeiner Studentengemeinschaft, weiß ich wie was, das okay, war ja auch schon... Verstehe. Das gibt es auch halt europaweit, dieses ESN. Ja. Aber... Also es könnte beides sein, ne? Oder? Es könnte sein, dass Leute das groß angelegt haben und sich dachten, wir zocken die Leute jetzt ab und wir gehen davon aus, dass das Leute sind, die nicht die Möglichkeiten haben und auch nicht die Muße haben, sich dann rechtlich damit auseinanderzusetzen. Oder es kann auch sein, dass sich da einfach ein paar Freaks übernommen haben und jetzt nicht wissen, wie sie da rauskommen sollen. Ja, eigentlich schon, aber dafür würde ich sagen, könnte man schon Konkreteres machen. Ja. Also wenn das jetzt wirklich schiefgelaufen ist, dann ja. Okay.
Claudia, ja, das ESN ist halt Erasmus Student Network und ja, also ja. Erasmus steckt halt mit drin und das ist ja schon ziemlich groß. Okay. Ja, aber Erasmus ist ja eine offizielle Institution sozusagen, also ja. An die muss man ja, muss man sich ja irgendwie wenden können. Ich dachte, das wäre privat. Ja, das läuft schon alles darüber, aber das ist halt, keiner zeigt dafür Verantwortung. Also die sagen, die haben damit nichts zu tun, das war so eine eigene Chose davon und ja, das war halt auch schon mal 2004 angesetzt und das ging da halt auch schon baden. Aha. Und ich weiß jetzt nicht, wie lang es da, wie weit es da gegangen ist, ob da auch so viel Geld überwiesen wurde. Das wusste ich halt vorher auch nicht. Und es ist halt nur schon ziemlich ärgerlich. Also wenn es jetzt wirklich welche waren, die sich übernommen haben, dann sollte man das auch als klare Ansage machen und halt sagen, dass man halt alles Mögliche versucht und nicht sagen, ja hier, wir sollen jetzt noch bis da und dann an diesen Zugunternehmen noch das Geld überweisen und wissen klar. Auch nicht wie. Also naja, es war halt auch ziemlich in der Kommunikation bei denen. Also ja. Wenn man jetzt irgend sowas Großes plant, dann muss es ja auch Hand und Fuß haben, wann irgendwelche Überweisungen getätigt werden sollen und ja, also du hast auf jeden Fall, glaube ich, eine Erfahrung gemacht, die dich vor weiteren Betrügereien feit, oder? Mittlerweile schon, ja. Wenn ich überlege, was ich jetzt mit dem Geld machen könnte, ja. Da wirst du den Rest deines Lebens daran zurückdenken und sehr, sehr vorsichtig sein bei solchen Buchungen. Ja. Ich wünsche dir trotzdem, Claudia, dass das gut geht und dass die Kohle irgendwann wieder bei euch landet. Ja. Okay, vielen bis Dank. Jo. Bis dann, tschüss. Der Michael, hallo Michael. Michael, wieso legst du denn auf? Mensch, das wäre jetzt aber eine schöne Nummer gewesen, denn der Michael rief an,